Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Und es ist ein wirklich besonderer Abend, deswegen haben wir es auch Special genannt. Das Ganze ist nicht nur so, dass wir heute keinen langen Film zeigen, so wie wir es sonst oftmals tun. Wir sagen immer, ein besonders herausragendes aktuelles Kinowerk wollen wir Ihnen hier präsentieren und im Anschluss ein Werkstattgespräch mit dem Filmemacher führen. Das sind heute gleich zwei. Eigentlich hätten es sogar drei sein sollen, aber der dritte hat einen sehr guten Grund heute nicht hier zu sein. Wir zeigen drei mittellange Filme, die ausgezeichnet wurden mit den Studenten-Oscars. Ein Begriff, von dem man sicher schon gehört hat, aber man wahrscheinlich gar nicht so viel mit anfangen kann, weil es sieht auch anders aus als die normalen Oscars, die Student Academy Awards. Und zum ersten Mal in der Geschichte sind tatsächlich alle drei, die für den fremdsprachigen Bereich vergeben werden, nach Deutschland gegangen. Und wir sind wahnsinnig stolz, dass wir die Filmemacher hier haben von Erledigung einer Sache, das ist Dustin Lohse, und von Sadakat der Regisseur Ilka Çatak und seine Produzentin Alexandra Steib. Kommt zu uns. Herzlich willkommen. Genau, das vielleicht vorweg, bevor nach dem Film das Gespräch stattfindet, wie Sie es kennen in der Form, dass dann hier vorne Ulrich Sonnenschein von EPD Film, Deutschlands führender Fachzeitschrift, sitzt und dann mit den beiden redet, werden wir jetzt einfach erstmal über euch reden und diese Studenten-Oscars, diese ominösen. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch und toll, dass ihr da seid. Das ist ein tolles Programm. Danke für die Einladung. Ja, danke euch. Wie ist das, Studenten-Oscar? Also ich habe jetzt gerade gesagt, das ist keine Trophäe. Was ist das? Das ist eine Trophäe. Doch, ich dachte, das war eine Medaille. Nee, ja, aber die haben es ganz geschickt gemacht und die haben diese Medaille mittlerweile auf so einen Marmorblock geklebt. Aha. Und interessante Geschichte ist, dass, ich glaube, es war in derselben Woche. Es war in derselben Woche. Sind unsere beiden Medaillen von diesem Marmorblock wieder abgefallen. Als Patrick Vollrath auf die Shortlist gekommen ist für den langen, für den großen Oscar. Das heißt, anscheinend hatten die so eine Halbwertszeit, dass sie irgendwann wieder abgesegelt sind. Technik, die begeistert. Ja, ja. Dazu muss man sagen, dass die Oscars ja, die jetzt am Sonntag verliehen werden, zum ersten Mal via 3D-Drucker entstehen. Das finde ich ja auch ganz suspekt, ehrlich gesagt. Aber ja, lasst uns mal ein bisschen Einblick nehmen. Wie funktioniert das? Wie seid ihr da überhaupt reingerutscht? Also weil es entstehen so viele wahnsinnig gute mittellange Filme, finde ich. Für mich ist es so eine Art neuer Autorenfilm auch in Deutschland, weil da wahrscheinlich auch nicht so viele reinreden unter Umständen. Redet ihr nachher drüber. Aber wie geht das dann weiter? Diese Filme hatten dann Premiere, alle beim Max-Uffels-Preis. Und wie ging es dann weiter? Wie war der Weg Richtung L.A. bei euch? Erzählt mal ein bisschen. Also, dieses Verfahren, wie man da reinkommt, fragst du danach, also das weiß ich glaube, das weißt du besser. Als ja, erzähl mal, Alexandra, ja genau. Ja genau, nein, also wir hatten unseren Film, bei uns war das der Abschlussfilm von der Hamburg Media School, er hat Regie studiert, ich habe Produktion studiert, es gibt noch einen Drehbuchautor und einen Kameramann, wir haben das zu viert gemeinsam gemacht, als Teamarbeit und dann hatten wir im Januar 2015 hatten wir die Premiere, also letztes Jahr, und dann geht der quasi auf Reisen, so ein Film, man schickt den ein zu verschiedenen Festivals und für den Studenten-Oscar kann man sich qualifizieren, beziehungsweise da ist es so, für den großen Oscar kannst du dich qualifizieren über, wenn du ein amerikanisches Festival gewinnst oder ein gelistetes Festival oder über einen Studenten-Oscar kommst. Und beim Studenten-Oscar ist es so, dass jede Hochschule auf der Welt darf pro Jahr einen Film einreichen. Und so waren das knapp 196 Hochschulen, glaube ich, auf der Welt. Oder international. Internationale. Glaub, insgesamt waren es 1700. Ne? Ach ja, nee, Entschuldigung, genau. Sorry, das war schon die Selected Version, wow, sozusagen. Genau. Ja, und dann darf jede Hochschule einen Film einreichen. Und bei der Filmakademie Ludwigsburg war es Dustins Film und bei der Hamburg Media School war es unser Film, genau. Ja, ihr habt in Gold gewonnen, du in Silber, Patrick von der Filmakademie in Bronze, und warum ist der jetzt bei den Oscars und ihr nicht? Was ist da falsch gelaufen? Patrick? Ich kenne keinen. Nie gehört. Nein, also es ist interessant, weil ein paar Jahre zuvor ein anderer Film auch von unserer Schule bei den Studenten-Oscars war und auch Bronze gewonnen hat, mhm, und dann Silber und Gold ausgestochen hat und dann für einen richtigen Oscar nominiert wurde. Vielleicht ist das etwas, was vielleicht sagen die, du hast nur Bronze bekommen, deswegen darfst du zu den richtigen Oscars. Aber entscheidet das auch die Academy? Ist das vergleichbar mit den Oscars, wie jetzt am Sonntag werden? Ich glaube, tatsächlich, die Academy besteht ja aus verschiedenen Abteilungen und in unserem Fall ist es die Short Film Animation Branch, okay, und die wählen quasi aus allen qualifizierten Beiträgen dann die 10 Filme für die Shortlist aus.
Und dann ab dem Moment kann die gesamte Academy halt darüber abstimmen. Mhm. Und ich glaube, bei uns war es so, wie war das denn bei uns? Also das bei den großen Verfahren ist wirklich nicht so ganz sehr kompliziert, easy. Ist, ja. Aber erzählt mal noch ein bisschen, wie war das denn dann dort vor Ort? Ist das eine große Preisverleihung? Ist das im selben Saal? Wie läuft das ab? Wer hat euch den Preis übergeben? War das à la George Clooney oder wer macht das? Michelle Rodriguez. Bei mir war es tatsächlich so, dass man wird im Vorhinein informiert, so ungefähr 2-3 Tage vorher, bevor das offiziell wird. In meinem Fall ist diese E-Mail aber verloren gegangen. Ich wusste es tatsächlich nicht. Und Ilka und Patrick haben bei Facebook schon abgefeiert und sich bedankt bei ihrem Team und das ist irgendwie das Beste, was ihnen im Leben passiert ist und so weiter und so fort. Und ich saß und dachte, schade, wäre natürlich toll gewesen, dabei zu sein. Hab dann noch so einen halben Tag noch auf den Refresh-Button gedrückt, weil ich dachte, die E-Mail kommt einfach noch, aber sie kam nicht. Und wir haben, glaube ich, am Abend noch telefoniert und du hast gesagt, hey, hast einen tollen Film gemacht, mach dir nichts draus, Kopf hoch. Und ich so, ja, danke, super, ja, ruf hier nie wieder an. Und am nächsten Morgen warst du, glaube ich, aber auch der Erste, der wirklich angerufen hat, als dann diese Pressemeldung rausgegangen ist und das wirklich überall stand und mein Handy quoll über vor Nachrichten, aber Ilkas Nachricht war die erste, die kam, als er mir den Link geschickt hat und du stehst drauf. Und du zurück und sagst, ist das jetzt verarscht zu mich? Ich dachte, du verarschst mich. Wahnsinn. Der Witz ist ja auch, dass ihr euch alle drei vorher kanntet bereits, ne? Also auch sogar so, dass ihr, du hast gesagt, befreundet wart ihr im Grunde, also Patrick jetzt in dem Fall noch dazu. Das ist ja auch was Außergewöhnliches. Ich meine, bei so vielen Einreichungen und dann noch dazu, seit 2011 hat jedes Jahr ein deutscher Beitrag noch diesen Studenten-Oscar gewonnen. Was läuft da so gut und so richtig, wo wir sonst so klagen? Also, ja, wir kannten uns, weil es gibt natürlich einen gewissen Festival-Zirkus, die programmieren oft auch die gleichen Filme und dann so lernt man sich kennen. Und was läuft gut in Deutschland in der Nachwuchsarbeit? Ich glaube einfach, dass es gute Filmhochschulen gibt und dass es eine gute Infrastruktur gibt und dass es auch ein gutes Fördersystem gibt. Und ja, also... Schön. Ja, mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Ja, aber die Frage wurden wir tatsächlich auch oft gefragt, also auch gerade auch von den internationalen Journalisten, was ist denn sozusagen das, wenn jetzt drei Filme aus Deutschland die gesamte internationale Kategorie dominieren, was ist das? Und eigentlich ist es wirklich so, dass für uns irgendwie nicht klar ist, ob ein anderes Land außer vielleicht den USA so eine Ausbildungsstruktur hat für Film, wie wir das haben. Und man muss dazu sagen, in den USA, wenn du dort Film studieren willst, dann musst du ein Vermögen auf den Tisch legen. Und in Deutschland ist das ja anders. Übrigens in L.A. wurden wir dann einfach nur noch The Germans are coming. Die haben uns aufgezogen. Wobei jetzt ja Patrick für Österreich an den Start geht. Ja, er ist ja. An der Filmakademie Wien. Ja. Genau, also. Ich kann höchstens so zum Theater was sagen. Also, wer schon mal in Los Angeles vielleicht war, es gibt eine wahnsinnig große Straße, Wilshire Boulevard heißt das. Und da gab es das Theater von der Academy, das ist das Samuel Goldwyn Theater. Und da war dann eben die Verleihung tatsächlich. Aber es war nicht ganz so pompös wie die großen Oscars. Also, Das muss euch nicht grämen, weil ich habe mal ein bisschen in diese Liste geschaut, vielleicht abschließend, wer alles schon einen Studenten-Oscar gewonnen hat. Das sind international Robert Zemeckis, Spike Lee und John Lasseter zum Beispiel. Und aus Deutschland Wolfgang Becker, Katja von Garnier, Florian Gallenberger und die Reihe lässt sich fortsetzen. In dem Sinne, es geht bestimmt spannend weiter, auch mit dem Gespräch nachher. Und jetzt danke euch erstmal, dass ihr da seid. Herzlichen danke Applaus. Dustin Lohse, Ilka Çatak und Alexandra Steil. Ja, und bevor wir jetzt mit den drei Filmen loslegen, hat sich Patrick Vollrath es nicht nehmen lassen, aus L.A. uns eine kleine Videobotschaft zu schicken, die die drei Filme einläuten soll. Und nach den Filmen sind wir dann wieder da für das Gespräch. Viel Vergnügen. Ja, der Applaus für Salakat und begrüßen Sie den Regisseur Ilka Çatak von Erledigung einer Sache, das den Lose. Nochmal herzlichen Applaus. Unsere Studenten-Oscar-Gewinner. Willkommen zurück in Frankfurt. Euer Applaus. Und Ulrich Sonnenschein, der das Gespräch führen wird. Nehmt ihr an den beiden Platz. Jawohl. Danke. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Schön, dass ihr noch alle da seid. Wir fangen einfach mal an und zwar würde ich sagen mit dem zuletzt gesehenen Film, da ist das alles noch am frischesten, wenn euch das nichts ausmacht. Fangen wir an mit, ich muss das immer ablesen, weil ich das Wort leider nicht behalten kann, Sadakat, Treue.
Treue ist der Titel, Treue ist auch das Thema. Die Frage ist, die sich als erstes stellt, um wessen Treue geht es hier? Geht es um die Treue der Ehefrau? Geht es um die Treue des Ehemannes zu seinem System? Oder geht es um die Treue des Demonstranten, nenne ich ihn jetzt erstmal, zu seiner Ideologie? Wessen Treue wird hier thematisiert? Ja, eigentlich hast du die Antwort schon gegeben. Also es ist dieses Thema, dieses Wort wird ja auf Loyalität, Treue, das wird auf vielen Ebenen bespielt und uns war es auch wichtig, all die Figuren in ihrem Handeln, in ihrem Tun nachzuvollziehen, und ich würde da sogar die Polizisten dazu nehmen, die auch nur ihren Job machen und treu sind und also es ist alle versuchen einfach zu ihren Idealen zu stehen, der Ehemann zu seiner Familie, die Frau zu seinen humanistischen Überzeugungen, der Aktivist zu seinen politischen. Das ist ja interessant, wenn du das so beantwortest, merkt man auch die Struktur, die dieser Film hat. Da wird ja keiner bloßgestellt, keiner wird verurteilt, angeklagt, sondern alle werden mit einer ähnlichen Mischung aus Sympathie und Distanz geschildert. Wobei ich sagen würde, klar, mein Herz schlägt natürlich für die Frau und für den Aktivisten, aber das war uns wichtig, vor allem als Menschen, die aus Deutschland kommen und dort in dem Land, in der Türkei einen Film machen oder egal, also wenn du im Ausland einen Film machst über die dortigen sozialen und politischen Verhältnisse, dass du dann nicht so einen besserwisserischen, dass das nicht sowas Anmaßendes bekommt, sowas, wir wissen, wie Demokratie funktioniert und wir erzählen euch jetzt mal, wie der Hase läuft. Und deswegen war es uns sehr wichtig, so eine Ambivalenz herzustellen zwischen den Figuren, also dass man gleichmäßig alle versteht. Dieser Demonstrant, der verkörpert ja so einen Moment von Gefahr. Und man weiß immer nicht so genau, welche Gefahr da thematisiert wird. Die Gefahr, die von ihm ausgeht als potenzieller Terrorist, oder die Gefahr, in der er selber schwebt als harmloser Demonstrant, der für was auch immer eintritt. Auch da ist diese Ambivalenz nicht nur gewollt, sondern tragend sozusagen für den Film. Ja, ich meine, man weiß ja auch nicht, was der verbrochen hat. Das ist, es gibt die Stelle, wo sie ihren Mann fragt, wir wissen doch gar nicht, ob die Polizisten die Wahrheit sagen. Und das war auch wichtig. Es spielt im Endeffekt keine Rolle, weil im Kern wollten wir dieses Phänomen erzählen, was in der Türkei gerade stattfindet, nämlich dass Politik Familien spaltet. Und man geht immer davon aus, dass Familie, egal was passiert, zusammenhält, aber es ist mittlerweile so fragil, dass das ein Phänomen ist, was wir bespielen wollen. Und da ist es im Grunde egal, ob jetzt ob die Polizei die Wahrheit sagt oder ob es vorgeschoben wird, weil darum geht es nicht. Nee, es geht, wie gesagt, um Treue, oder ein anderes Wort wäre vielleicht Solidarität, die ja überall brüchig wird. Also die Patientin, die nur in einem Bild einen skeptischen Blick nochmal auf die Krankenschwester, Ärztin wirft und man weiß, da stimmt was nicht. Die Freunde von dem oder die Kollegen von diesem Bootstaxifahrer, die alle sagen, kenne ich nicht. Also da, überall da wird Solidarität brüchig. Mhm. Ist das eine Folge von fehlgeleiteter Politik? Ui, jetzt muss ich, jetzt geht es über den Film hinaus in die echte Welt. Ja, ich denke schon, weil, also man kann, als ich glaube, man kann, und das hat mir jetzt die letzten Jahre in der türkischen Politik haben mir das auch vor Augen geführt, dass du kannst als Politiker spalten und du kannst als Politiker, nachdem du gespaltet hast, ganz toll manipulieren. Und das findet in der Türkei gerade auf sehr perfide Art und Weise statt, ja. Wenn man in der Türkei einen Film macht oder überhaupt einen Film macht, nicht nur in der Türkei, der Politik an seiner kleinsten Einheit, nämlich der Familie, bricht und spiegelt, wie viel
Außenwelt muss man zeigen? Wie viel politische Realität muss man zeigen, um das noch verständlich zu machen? Ich glaube, also die politische Realität, das war uns auch wichtig, dass das kein Film wird, der nur in der Türkei funktioniert oder der nur funktioniert, wenn man weiß, was dort politisch abgeht. Also das war ein schönes Kompliment, was wir von jemandem mal gehört haben, dass dieser Film eigentlich auch in der DDR hätte spielen können oder in jeder anderen repressiven Regierung. Und wie viel du davon zeigst, klar, du musst dann zeigen, dass dort irgendwas schief läuft und die Bedrohung muss spürbar sein. Aber ich glaube, der Ort ist auswechselbar. Das war echt wichtig. Das heißt, im Grunde muss man gar nichts wissen über die Türkei, um zu verstehen, worum es dir in dem Film geht. Ich hoffe doch. Ja, nein, ich meine, jeder versteht was anderes. Man kann die Rezeption nicht steuern, aber in einem anderen Umfeld würde das genauso funktionieren. Klar, dann wär's halt nicht der Alkohol, der verboten wird. Sie reden ja dann am Trinktisch darüber. Und dann wäre es nicht, die Polizei, die bis ins Krankenhaus vorstößt, um die Leute zu finden. Dann wären es andere Sachen. Und es ist jetzt natürlich spezifisch, also auf die Türkei zugeschnitten, auch anhand dessen, was wir dort recherchiert und erlebt haben. Aber ich glaube, es gibt viele Filme, die ähnlich funktionieren, nur mit anderen Mitteln. Ja. Man hätte ja auch wesentlich konkreter werden können. Man hätte den Namen Erdogan fallen lassen können an irgendeiner Stelle und sei es in einem Fernsehbericht irgendwo am Rande des Bildes. Man hätte beispielsweise die Duschszene expliziter machen können und eine nackte Frau zeigen. Wäre das ein Grund gewesen, den Film in der Türkei nicht mehr zeigen zu können? Das war uns eigentlich nicht so, also das ist, also um auf den Erdogan-Aspekt zurückzukommen, es gibt tatsächlich am Anfang in den Demos, da gibt es ein Bild von Erdogan und da steht auch Diktator daneben und die Leute rufen auch, dass die AKP, also seine Partei, irgendwann der Jugend Rechenschaft schulden wird und so. Und wir haben lange überlegt, ob wir das untertiteln und haben uns dann aber dagegen entschieden, weil wir diese Regierung mit der Benennung ihrer selbst nicht würdigen wollen. Mhm. Und was die Nacktheit angeht, das war jetzt nicht das Thema, ob wir, wenn wir Nacktheit zeigen, irgendwo nicht laufen dürfen. Für mich ist Nacktheit, also in dem Fall hätte es einfach abgelenkt. Also ich habe nichts gegen Nacktheit im Film, aber in dem Fall hätte es vom Wesentlichen abgelenkt. Und unsere Schauspielerin war auch komplett, also sie war auch total, total locker. Sie hätte das auch gemacht, aber ich habe es nicht für nötig erachtet. Der Film wird in der Türkei laufen. Wie ist das passiert? Wie habt ihr euch verständigt? Der lief auch schon. Also einmal auf dem Istanbuler Festival, Kurzfilmfestival. Interessant haben wir den Film für den Wettbewerb eingereicht und der wurde dann out of competition gezeigt. Weiß nicht, was dann passiert wäre, wenn wir gewonnen hätten, ob dann irgendwelche Gelder gestrichen werden. Und dann lief er in Izmir und Izmir ist eine Stadt, die sehr anti-AKP ist. Und da haben wir für den internationalen Wettbewerb eingereicht und sind dann aber im nationalen Wettbewerb gelandet und haben dann auch den ersten Platz gemacht. Und das war schon toll, weil ich habe natürlich große, für mich war es sehr, sehr, was, also die Reaktion aus der Türkei, ich habe mich beim ersten Screening nicht hingetraut und es ist die Reaktion aus der Türkei sind für mich, waren der eigentliche Maßstab. Und dann zu sehen, dass er funktioniert, hat mich sehr, 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 sehr glücklich gemacht. Es gab allerdings auch Stimmen, die eine reißerische Protagonistin und hätten sehen wollen. Aber ja, man kann es nicht jedem recht machen. Die Türkei ist qua Herkunft für dich natürlich ein Herzensthema. Du hast das Projekt zusammen mit deinem Drehbuchautor Georg Lippert entwickelt, mit dem du ja schon mehrere Filme gemacht hast. Ja. Ist er genauso ein Türkei-Kenner wie du oder wie habt ihr die Geschichte aufgebaut? Seid ihr von Motiven ausgegangen oder seid ihr von dem realen politischen
Tagesablauf in der Türkei ausgegangen? Ich muss dazu sagen, wir haben eine sehr, sehr lange Stofffindungszeit gehabt. Und es war nicht nur Georg und ich, sondern auch meine Producerin Alexandra Steib, die eben auf der Bühne stand. Und auch der Kameramann Florian Mark, ein toller Typ, weil der auch ein Kameramann ist, der sehr inhaltlich mitdenkt. Und wir waren auf Recherchereisen in Istanbul, haben einen Monat dort verbracht. Es gab die Situation, wo es Wahlen gab und die AKP hat haushoch gewonnen und auch mit Manipulationsvorwürfen und so weiter und so fort. Twitter wurde gesperrt, YouTube wurde gesperrt kurz vorher. Die haben alles getan, um die Leute auf die Straßen zu kriegen. Und dann standen wir dort mit unserem Equipment, um Demos zu drehen, und dann war niemand auf den Straßen, sondern überall Polizeipräsenz. Es hat also kein, auf Türkisch sagen wir, kein Vogel durfte fliegen. Und es hat sehr lange gedauert, um dieses Konstrukt zu finden, dass es halt ein Aktivist, dieses Dreieck gibt, was gleichmäßig ist. Es war wirklich, Film wäre schon fast gescheitert. Und dann kam Georg mit dieser Konstruktion um die Ecke und wir haben gesagt, okay, das kann funktionieren. Das war auch alles auf Deutsch. Das musste dann verfeinert werden, auf Englisch als Setsprache übersetzt werden und dann auf Türkisch für die Schauspieler. Und wir haben dieses Drehbuch ist zusammen entstanden. Das heißt aber, die Ausgangsbasis war, ihr wolltet einen Film machen, der in der Türkei spielt und auch das, was da passiert, reflektiert. Ja, ja, auf jeden Fall. Das war sozusagen die Ausgangsbasis und die Geschichte kam dann sukzessive nachher. Das Ganze fing damit an, dass ich zu unserem Studienleiter ging und gesagt habe, also an der Media School ist es so, es gibt bei den Abschlussfilmen immer einen Auslandsdreh und auf den habe ich mich quasi beworben und habe gesagt, lieber Richard Reitinger, unser Studienleiter, in der Türkei passiert gerade so viel und auch so viel Existenzielles und ich würde da gerne einen Film machen. Und dann sind wir im Team zusammengekommen und haben daraufhin das genutzt. Und es war natürlich auch von Vorteil, dass ich dort gelebt habe und auch noch Familie habe. Das hat vieles erleichtert. Es gibt ein Projekt, was die Hochschule fürs Ausland finanziert, genau. Oder und damit, da bewerben sich verschiedene und du hast es sozusagen gewonnen, oder? Ja, was heißt gewonnen? Es ist dann meistens auch so eine du machst halt zwei Filme und nach diesen zwei Filmen hat die Schule, die ja auch Produzent ist, entweder vertrauen sie dir oder sie vertrauen dir nicht. Und das war gegeben und wir haben, was die Finanzierung angeht, zu wenig Geld gehabt. Und daraufhin haben wir ein Novum an der Schule geschaffen, nämlich eine Senderkooperation. Und Hamburger Schule mit einem bayerischen Sender, mit dem BR, war erstmal so, das geht nicht. Ne? Aber wir hatten echt Glück, es ist dann aufgegangen, weil die Redakteurin war Hamburgerin und unser Studienleiter ist eigentlich Münchner. Und die haben einen guten Draht gehabt und es ist dann noch aufgegangen. Und da ist mir auch noch einmal klar geworden, also geht nicht, gibt's nicht. Man darf einfach, man muss es probieren. Lief das denn dann alles so unproblematisch glatt in Istanbul? Wie habt ihr Drehgenehmigungen gekriegt? Gab's eine Produktion? Gab's eine türkische Produktion, die euch geholfen hat? Ja. Wie habt ihr gecastet? All diese ganzen Geschichten, ich meine, du sprichst Türkisch, aber die anderen ja wahrscheinlich nicht. Ja, wir hatten einen sogenannten Fixer. Das ist einer, der... Du kommst aus Deutschland an, da könnte jetzt die Alexandra noch viel mehr dazu erzählen, aber wir haben jemanden, also quasi einen Service-Produzenten engagiert, die uns bei allem geholfen haben. Wir haben mit denen irgendwie gedealt und haben dann gesagt, okay, wir brauchen das. Über die kam das türkische Team. Die Head of Departments waren meistens Deutsche, wir hatten glaube ich 10 Deutsche, also Cutter war da, Kameraassis waren aus Deutschland, Grip war aus Deutschland, Licht war aus Deutschland und dann war das ein total tolles Team von Türken und Deutschen, die zusammenkamen und auch die Filmgötter waren auf unserer Seite, weil es gab echt Momente, wo es brenzlig wurde, aber wir hatten immer Glück, mit wirklich Riesenglück gehabt mit dem ganzen Dreh, der ist sehr gut gelaufen. Und es gab keine Probleme mit Drehgenehmigungen, weil ihr auch mit offiziellen Stellen gar nichts zu tun hattet? Hatten wir noch Probleme mit Drehgenehmigungen? Vielleicht kannst du was sagen. Also wir haben zwei verschiedene
So jetzt. Okay, man muss, um in der Türkei drehen zu dürfen, erstmal eine Drehgenehmigung aus Ankara haben tatsächlich. Das war die erste. Die zweite war dann, die ging noch relativ einigermaßen gut, mit einer zweiten Drehbuchfassung, wo die heiklen Szenen rausgestrichen waren. Dann gab es die für Istanbul, die ging auch noch gut. Und dann gab es für jeden Stadtteil, in dem wir gedreht haben, nochmal eine extra Drehgenehmigung. Und das habe ich mit dem Fixer gemacht gemeinsam. Und wir hatten für die meisten Drehgenehmigungen, wir hatten für einen besonderen Dreh, wo die Endszenen sind, das war in Balat, falls jemand schon mal in Istanbul war, da hatten wir eine Drehgenehmigung, aber auch noch jemand, der am Set auf uns aufgepasst hat, auf die Technik, dass nichts wegkommt und so weiter und so fort. Das war so ein bisschen unter der Hand und wir hatten leider keine für die Istiklal tatsächlich in der Stadt und das war dann so Guerilla-Drehmäßig. Da sind wir auch von der Polizei dann heimgesucht worden und haben uns hinter einem Müllauto versteckt und das Team separiert, um die Szene noch in den Kasten zu bekommen. Und ja, das war eher schwierig, aber... Ja, also das Wichtigste war, also uns war eigentlich an erster Stelle, die Leute alle wieder sicher nach Hause zu bringen. Und deswegen sind wir nicht in dem Sinne ein Risiko eingegangen, dass wir irgendwas provoziert haben. Aber gleichzeitig wussten wir, okay, wir können nicht nur die regierungskonformen Bilder zeigen und die regierungskonformen Szenen drehen. Da müssen wir schon ein bisschen weitergehen. Und ja, wie Ilke gesagt hat, hatten wir aber auch einfach ganz viel Glück. Ja. Wir haben auch immer gesagt, es geht, also wir haben nie gesagt, das ist ein politischer Film, also das Wort Politik ist nie, eigentlich nie gefallen. Wir haben gesagt, es geht um familiäre Werte, was ja auch irgendwo stimmt. Und die Demonstration war eine echte Demonstration, die war nicht gestellt. Das war eine echte Demo, ja. Das heißt, du hast also mit dokumentarischen Szenen auch gearbeitet und nicht alles gecastet. Ja, mit dokumentarischen Szenen gearbeitet, auch mit verschiedenen Kameras, auch mit kleineren Kameras. Das geht ja mittlerweile ganz gut. Und dann haben wir sie gegen gedreht an einem anderen Tag, aber das verläuft sich. Also es wirkt dann so, als wenn sie in der Demo ist oder diese Demo sieht, obwohl sie es nicht war. Und Castings hatten, wir hatten ganz klassische Castings. Also wir haben dort eine Casterin engagiert, die hat uns Vorschläge gemacht. Und dann haben wir die Leute genommen. Und das sind alles professionelle Schauspieler, zumindest die sprechenden Rollen? Oder hast du auch mit Laien gearbeitet, mit Freunden, Bekannten? Die sprechenden Rollen sind alles professionelle Schauspieler. Alle Komparsen sind meine Familie. Und das Script Continuity. Script Continuity war ja meine Frau. Ah ja. Okay. Und die Bilder, die in der Wohnung hingen, das waren auch Gemälde von ihr. Nee, ich hatte, also ohne die Familie, ohne den Familiensupport wäre das viel, viel schwieriger gelaufen. Ich kann fast sagen, es wäre nicht, hätte vielleicht, wahrscheinlich, ja, egal. Und du hast gerade andeutungsweise erzählt, wie viele Leute ihr wart. Ist natürlich auch ein Kostenfaktor, so viele Leute nach Istanbul zu transportieren. Wenn man das in der Hamburger Innenstadt macht, ist das vielleicht einfacher. Ja, oder? Ja, also es war eng und wir hätten, wenn wir das Geld vom BR nicht bekommen hätten, hätten wir den Film nicht machen können. Wichtig sind Preise bei solchen Filmen, die in erster Linie eine Visitenkarte sind und wahrscheinlich nicht so einen wahnsinnigen Kassenerfolg darstellen. Du hast mit deinem, was auch immer, mittleren Kurzfilm, wo wir sind, Ophüls-Preis gewonnen, warst nominiert für den Studenten-Oscar. Du hast hier mit diesem Film den Ophüls-Preis gewonnen und den Studenten-Oscar. Wie viele Visitenkarten braucht man, um dann irgendwann zu sagen, so jetzt bin ich Regisseur? Ja, es gibt dieses eine tolle YouTube-Video von Robert Rodriguez, der da eine Ansprache hält vor so einer Filmschule, vor so einer Klasse. Und er sagt, Leute, ich weiß, ihr tut euch schwer, rauszugehen und zu sagen, ich bin Filmemacher, aber... Ihr müsst das tun, ihr müsst euch überwinden. Besorgt euch eine Visitenkarte, wo euer Name draufsteht und darunter Filmmaker. Und so ist es auch. Also ich habe auch lange Probleme gehabt zu sagen, ja, ich bin Regisseur. Ja, ich bin Filmemacher und ich bin Regisseur. Und das, klar, es gibt, also, und das, weiß nicht, und mittlerweile geht das. Und die Visitenkarten, die wir jetzt haben, also die lassen sich auch sehen, glaube ich. Bevor wir gleich zum nächsten Film kommen, noch eine Frage, die ich euch allen beiden stellen werde, ist natürlich die Frage der Länge. Also der Kurzfilm liegt dir. Ich habe jetzt mal so geguckt, das, was ich sehen konnte, waren alles Kurzfilme.
Du hast also noch keinen 90-Minuten-Film gemacht bislang. Ja. Ist das so, weil es so sich ergeben hat? Ist das so, weil du die kurze Form toll findest? Oder ist es tatsächlich das sich beugen unter die Notwendigkeit, zu wenig Geld zu haben, zu wenig Möglichkeiten zu haben? Ich kann da nur sagen, vor 6 oder 7, 2008 habe ich einen Kurzfilm gemacht während meines ersten Studiums und meinte dann zu meinem Studienleiter so, jetzt bin ich bereit für einen Spielfilm. Ich dachte auch schon, ich wäre bereit für einen Spielfilm, bevor ich noch einen ersten Kurzfilm gemacht habe. Und man denkt immer, man ist bereit, aber es ist wirklich so, man lernt jedes Mal noch so viel. Und ich habe jetzt, ich glaube, 12 Kurzfilme oder so gemacht. Und jetzt ist die Zeit, wo ich einfach einen Spielfilm machen muss, weil ich vom Kurzfilm nichts verdiene. Aber ich würde auch jederzeit wieder gerne Kurzfilme machen. Es ist ein tolles Medium. Es ist, ja. Was würdest du sagen, wenn ein amerikanischer Produzent käme, der sagt, ich möchte gerne Fidelity machen mit dir, diesen Stoff, 90 Minuten, amerikanische Stars, Steadicam? Oh Gott, es ist schwierig. Diese Frage kam auch mal auf einem Festival in Amerika, in Palm Springs. Und da hatte ich geantwortet, dass ich eigentlich das Werk nicht nochmal verwässern möchte. Ich finde, also unser Studienleiter hat immer gesagt, man kann eigentlich jeden Spielfilm als Kurzfilm auch erzählen. Und da ist was dran. Also der ist jetzt, als ich diese Geschichte den Leuten erzählt habe, bevor wir ihn gedreht haben, haben sie gesagt, wow, das ist schon ziemlich viel für 20 Minuten. Wie willst du das alles unterbringen? Aber es funktioniert. Also es wäre dann, man würde dann wahrscheinlich anders rangehen. Man könnte die auf die Figuren einzeln eingehen. Man könnte zeigen, was sie alles sonst noch machen. Aber ich weiß nicht. Ich bin auch ein großer Fan davon, neue Horizonte zu entdecken. Und das wäre einfach, irgendwie würde sich das anfühlen wie eine Wiederholung. Und ich bin wirklich, ich glaube, als Künstler sollte man sich jedes Mal neu erfinden. Und ich möchte auch Filme machen, die anders sind, die sich voneinander unterscheiden. Du bist ja schon einen Schritt weiter. Also du hast dein neues Projekt schon und ich weiß gar nicht, wie weit es gediehen ist. Ist es schon abgedreht oder ist es sogar schon fertig? In jedem Fall ist der lange Spielfilm ist kein Traum, sondern er existiert quasi schon. Ja, ich stehe kurz davor, meinen ersten Spielfilm zu drehen. Das ist eine Romanverfilmung, die nennt sich Es war einmal Indianerland. Und es hat sehr lange gedauert, bis der finanziert war. Und da war der Oscar natürlich sehr förderlich. Also es ist jetzt ein neuer Horizont und es sind auch neue Strukturen und man dealt mit viel mehr Leuten und es kommt auch ein bisschen Politik dazu und Diplomatie und all das. Aber es ist cool. Also es ist ein neuer Horizont und ich werde sehen, wie es läuft. Und vielleicht mache ich danach nie wieder einen Film, kann auch sein. Oder wieder Kurzfilme. Aber ja, einfach probieren. Der Hessische Rundfunk ist beteiligt. Also irgendwann gibt es den um 23.30 Uhr im Hessenfernsehen. Soweit. Sadakat, Ilka Çatak. Vielen Dank. Danke. Erledigung einer Sache. Oh ja. Der Titel ist der identisch mit der Kurzgeschichte von Hakan Nesser? Genau, das ist die deutsche Übersetzung des schwedischen Titels, der ungefähr hinkommt. Genau. Also die Kurzgeschichte ist auch tatsächlich unter dem Titel erschienen. Und die ist aber nie ins Deutsche übersetzt, oder? Doch. Ah, okay. Aber ich habe sie nicht gefunden. Ja, das Problem ist, man kann die separat gar nicht finden. Die ist Teil einer Kurzgeschichtensammlung mit dem Titel Aus Dr. Klimkes Perspektive. Ah. Und da ist das die erste Geschichte drin und mit Abstand auch die kürzeste mit 4 Seiten. Was ja für einen Kurzfilm eigentlich eine gute Ausgangsbasis ist, oder? Ja, ist ganz interessant. Vor allem passt das ein bisschen zu der Frage davor, warum Kurzfilm? Und in meinem Fall ist es ein bisschen eine Geschichte, die aus den Umständen des Projekts entstehen. Also es war auch mein Abschlussfilm in Ludwigsburg an der Filmakademie. Und da hat man einen gewissen Zeitraum und ein gewisses Budget. Und wenn man ganz ehrlich ist, kann man einen Film dann herstellen, der lang ist, aber natürlich mit sehr, sehr viel Kompromissen. Oder man überlegt sich, wie kann man sozusagen die Zeit und die Mittel und die Möglichkeiten so fokussieren, einen Film zu machen, der da reinpasst. Und in dem Fall war es dann der Film, den ich da machen durfte. Und
Was war die Frage? Vier Seiten. Eine gute Ausgangsbasis. Eine gute Ausgangsbasis, genau. Und da ist die Geschichte mir dann zugeflogen und ich habe die gelesen und wusste nach den vier Seiten sofort, das wird ein großartiger Kurzfilm. Und ganz oft hat man ja ein bisschen die Situation, dass man Kurzfilme sieht und eigentlich sind das so ein bisschen verkappte Langfilme, die irgendwie in 30 Minuten gepresst werden und es ist wahnsinnig schon so überdichtet, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, es platzt aus allen Nähten, weil man ja eigentlich eine ganz andere Geschichte viel breiter erzählen wollte und muss sie nun den Umständen geschuldet kurz erzählen. Und ich finde, bei unseren beiden Filmen ist es so, dass es wirklich auch originäre Kurzfilmstoffe sind und das ist irgendwie ganz angenehm. Und das hat mich auch sehr überzeugt zu sagen, nein, das wird jetzt ein Kurzfilm und das wird einer, wo man auch einen Punkt dann setzen kann und damit ist die Geschichte auch in der Art, wie wir sie betrachten und erzählen, auch auserzählt. So, und ist dann nicht nur der erste Akt eigentlich eines Kinofilms oder ein Kinofilm auf 20 Minuten gepresst. Das hat auch sofort jeder so gesehen und du hast überhaupt breite Unterstützung. Nee, gar nicht. Nee, ich wurde tatsächlich von eigentlich fast allen Beteiligten, die am Ende dabei waren, für wahnsinnig erklärt. Die haben gesagt, ja, schön, eine Kurzgeschichte von Hakan Nessar, vier Seiten, ganz, ganz toll, ist auch eine schöne Geschichte. Aber vier Seiten Kurzgeschichte von zwei Männern, die in einem Raum an einem Tisch sitzen und miteinander über etwas reden, was 30 Jahre her ist. Kannst du uns bitte erklären, wie du daraus einen spannenden Film machen willst? Das ist da gar nicht möglich, weil die Regeln von Suspense und von Dramaturgie, das geht ja alles gar nicht. Und ich habe dann gesagt, nein. Und ich nehme die Herausforderung an und beweise euch das. Und dann haben mir tatsächlich ein paar Leute vertraut, was ich sehr schön fand. Und sind mitgezogen und haben mir ein bisschen den Raum gelassen und haben mir die Chance gegeben, diesen Film zu machen. Und glücklicherweise konnte ich sie überzeugen, dass es möglich ist. Hakan Nessar wird ausdrücklich gedankt im Abspann dafür, dass er dir die Rechte geschenkt hat? Nee, geschenkt ist da gar nichts. Es war tatsächlich relativ schwierig dran zu kommen, weil er ein international erfolgreicher Bestseller-Autor ist und der natürlich von extrem vielen Leuten geschützt wird. Also die erste Anfrage geht natürlich dann in Deutschland an seinen Verlag. In dem Fall war es, glaube ich, DTV, Random House. Die schicken einen dann an den schwedischen Verlag, die schicken einen dann an die Londoner Presseagentur, die schicken einen dann an die New Yorker Literaturagentur, die schicken einen dann an das schwedische Verlagshaus, die schicken einen nach Deutschland zu Random House. Und dann ist man nach ungefähr 3 Monaten exakt bei demselben Ansprechpartner wieder, wo man gestartet ist. Und dann habe ich gesagt, okay, das funktioniert so nicht. Und dann habe ich so ein paar Tricks angewandt und habe irgendwann eine Handynummer zugespielt bekommen. Und das war die Handynummer seines Rechtsanwalts, den ich dann in seinem Sommerurlaub in Gotland angerufen habe und ihn am Strand, beim Strandurlaub mit seiner Familie dann vollgetextet habe, dass ich diese Geschichte gelesen habe und dass mein Abschlussfilm und so weiter und so fort und ich das machen will, weil und wenn ich es nicht machen kann, dann. Dann geht die Welt unter. Ja, also wirklich, dann komme ich nach Gotland persönlich und irgendwie mache die Sandburg kaputt von seinem Sohn. dann ging es relativ schnell. Innerhalb von 3 Tagen kam dann das Go, wir dürfen es machen und dann wurde natürlich noch ein bisschen verhandelt. Da ist ja natürlich ein bekannter Autor und man will dann ein bisschen Geld rausschlagen und so. Und ich konnte sie aber am Ende von dem Konzept und eben von dem, wer wir sind, so überzeugen, dass es nicht geschenkt wurde, aber zu einem sehr, sehr, sehr enorm günstigen Preis sozusagen überlassen wurde. Und was ich aber ganz schön fand, dass die sich überhaupt nicht eingemischt haben, sondern die haben gesagt, lasst mal machen. Ist auch immer ganz schön, wenn man so ein bisschen unterschätzt wird, ja, weil dann kann man machen und man muss nicht so Rechenschaft ablegen die ganze Zeit. Und das Erste, was sie dann sehen wollten, war dann der fertige Film eigentlich. Und wir haben Hakan Nessar eingeladen nach Berlin und haben ihm den fast fertigen Schnitt in so einem ganz kleinen Kino, so die Hälfte ungefähr von hier, gezeigt und er saß tatsächlich in der zweiten Reihe und ich saß in der letzten und habe den Ton noch mitgeregelt, weil der Film noch nicht fertig war. Und am Ende des Films war es dann ganz dunkel und ich habe nichts gesehen und nichts gehört, wirklich keinen Mucks. Und er saß vorne und ich dachte, das war's. Filme machen ist vorbei und ich muss jetzt ganz schnell weglaufen, weil irgendwie er Leute anruft, die dann Leute anrufen. Und dann war es so, dass er wirklich aufgesprungen ist und war total begeistert und hat mich da irgendwie auch sehr glücklich bei gemacht. Und vor allem hat mir dann verraten, dass das tatsächlich seine allererste Kurzgeschichte ist, die er geschrieben hat. Und das wusste ich nicht. Und das Schöne dabei ist ja, dass das ja das Erste, was man macht, ist ja immer so eine Perle, ja, die man ja gut beschützt und selten jemandem zeigt oder schon gar nicht jemandem anders gibt zum Tragen. Und er hat sie mir gegeben und ich hoffe, wir haben sie anständig angesteckt. Ja. Also das auf jeden Fall. Was ich aber wirklich spannend oder interessant finde, ist,
Wie sehr muss man eine Kurzgeschichte lieben, um diesen ganzen Marathon alleine um die Rechte zu kriegen? Da hast du ja noch keine Szene gedreht, noch keinen Schauspieler gecastet und noch keinen Pfennig in irgendwelche Produktion gesteckt. Das ist natürlich schon eine Art Besessenheit, oder nicht? Ja, aber das ist ja das Interessante, das trifft uns ja alle. Es gibt ja immer irgendwo den Punkt in unseren Geschichten oder auf dem Weg zu unseren Geschichten, wo wir sagen, und das kann man jetzt gar nicht so genau formulieren, wo ist dieser Punkt oder was genau kickt einen da jetzt in dem Augenblick, aber es entsteht eine Verbindung zu der Geschichte, zu der Art, zu der Stimmung, zu einer Figur, die einen so ansteckt und so infiziert, dass man da nicht mehr von loskommt. Und ob das jetzt nun, eben welcher Teil einer Geschichte auch immer ist, es gibt Kollegen, da ist es ein Musikstück, was irgendwie plötzlich damit reinspielt. Das ist eine Atmosphäre, das kann ein Möbelstück sein, dass ich mir vorstelle, ah, das muss genau so ein Tisch sein oder das muss genau diese Vorhänge haben oder dieses Licht, was auch immer. Das gibt immer so Momente, die stecken an. Und die treiben einen, oder die geben einem die Kraft, so ein ganzes Projekt durchzuhalten. Weil es ist ja nicht nur die Rechte, es ist ja genau das. Der Rattenschwanz, der dran hängt, dauert ja auch bei einem Kurzfilm fast so lang wie bei einem Langfilm. Ja? Man ist ja auch von der Idee bis zum fertigen Film 1,5 Jahre unterwegs, ja? Die nicht bezahlt werden, Klammer zu. Deswegen, man muss so besessen sein, sonst kann man das, glaube ich, gar nicht machen. Aber das gilt für eine Kurzgeschichtenadaption genauso wie für einen originären Stoff, glaube ich, ja. Jetzt nochmal, was hat dich an dieser Geschichte so fasziniert? Welcher Punkt? Also, ich gebe mal so ein bisschen was vor, weil ich gesagt habe, bei ihm war es ganz klar, Treue und Gefahr bei dir, Liebe und Rache. Ach, Liebe und Rache, das ist interessant. Ich glaube, am Ende, was fasziniert, ist tatsächlich diese zwiebelschalenartigen Abgründe, die sich so immer mehr entblättern. Und dass man, dass zwei Männer sich da gegenüber sitzen, die eigentlich voneinander nichts wissen und die es aber sozusagen schaffen, durch dieses Nichtwissen in Abgründe zu blicken, die sie sich so wahrscheinlich nie sonst offenbart hätten. Was ja auch so ein bisschen der Kniff dabei ist, dass er quasi ja seinen eigenen Vater um Rat bittet oder seinen Nichtvater darum bittet, ob er die Wahrheit erzählen kann oder nicht. Der Film ist ja jetzt auch dann absichtlich so ein bisschen in der Waage gehalten. Also man kann es ahnen und es gibt Spuren, aber wirklich wissen kann man es erst am Ende, ja. Dass wer der Gegenüber ist. Und ich finde es aber ganz schön, dass man so ein bisschen mit auf die Reise da gehen kann. Und wenn man sich überraschen lässt, ist es auch in Ordnung. Es gibt noch ein Motiv, was ich ganz wichtig finde, das ist das Motiv der Abwesenheit. Also die Mutter, die natürlich das handlungstragende Element schlechthin ist, kommt überhaupt nicht vor. Der Vater auch nicht, okay, ist schon tot. Der sogenannte Vater ist da, aber eigentlich ja nicht, weil er ihn als Doktor wahrnimmt und so weiter. Also diese verschiedenen Brechungen von Abwesenheit. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, weil wir sind ja so die Generation der abwesenden Väter, ja. Und natürlich ist das auch eine persönliche Connection, wo ich dann sage, das ist das, was mich da interessiert. Und das findet auch ein bisschen in der Begegnung der beiden statt, dass ich persönlich als Filmemacher natürlich auch eine Verbindung dazu bekomme, quasi, wer hätte mein Vater sein können, wenn oder wo ist er denn eigentlich und was hätte das für eine Konsequenz, wenn er an einem gewissen Punkt etwas nicht gemacht hätte oder gemacht hätte. Natürlich sind das die Fragen, die neben dem Film hinaus eine Verbindung irgendwie liefern sollen. Naja, man kann ja diesen Film auch auf einer ganz oberflächlichen Spannungsebene lesen, zu sagen, okay, da redet jemand sich um Kopf und Kragen. Ich gucke so Filme nicht, aber es gibt Leute, die sagen, ach ja, das ist doch klar, das ist doch wahrscheinlich der Vater und der wird sich am Ende umbringen. Wie war das bei dir, als du diese Geschichte gelesen hast, das erste Mal? Ich habe es tatsächlich, weil die Geschichte ja auch so verknappt ist auf 4 Seiten, war dieser Überraschungseffekt sehr stark. Sozusagen, man hat es nicht ahnen können und diese Art von Vorahnung oder von Spurenlegen, die kommt von uns. Ja? Weil die Geschichte aber wirklich knallhart so geschrieben, am Ende geht die Bombe hoch und wir erfahren, dass es die ganze Zeit der vermeintliche Vater war. Das ist ja das Interessante, dass ich ja sehr oft mit der Aussage konfrontiert werde, ja, ich habe es ja von Anfang an gewusst. Ja? Also bei den Anfangstiteln habe ich es schon gewusst, dass er der Vater ist. Was ja ganz interessant ist, weil meine Antwort darauf dann immer lautet, ja, aber er ist ja gar nicht der Vater. Und dann ist immer so, aha, weil er ist ja der Mörder des Vaters, aber der vermeintliche Vater. Ich finde es ganz schön, dass wir es schaffen, immer so ein bisschen so Haken zu schlagen, auch immer dem Film und immer so ein bisschen die Balance zu halten, dass man was ahnen kann, aber und auch meinen kann, es zu wissen, aber wirklich das Wissen kann man ja erst haben, wenn es aufgelöst wird. Und wir merken tatsächlich, dass so 2 Drittel des Publikums tatsächlich erst darauf reagiert, wenn es dann nochmal ausgesprochen wird. Das ist so ein bisschen unsere Erfahrung bisher zumindest. Aber das finde ich ja ganz schön. Und wenn ein Drittel das Gefühl hat, mitgehen zu können und Vorahnung zu haben und sich selber mit reinziehen zu lassen und dabei zu sein, wie er in sein Verderben rennt, finde ich das auch ganz wunderbar. Also wir haben uns eben
das wurde uns auch eben sozusagen angeraten, wir müssen eine klare Entscheidung treffen. Ja, ist er nun, weiß man es nun von Anfang an oder weiß man es nicht? Und das habe ich als völligen Quatsch wahrgenommen. Warum muss man das denn jetzt wissen und warum muss man es nicht wissen? Warum kann es nicht sozusagen eine Ebene geben dazwischen, wo einfach sich was bewegt? Und wenn man darauf eben abzielt, das Wissen zu wollen, dann kann man nachdenken und merkt, ah, irgendwas ist da faul, ja. Und wenn nicht, dann ist man einfach in der Geschichte dabei und geht diesen Weg mit denen mit und lässt sich da so reinziehen. Und das fände ich auch ganz schön. Es gibt ja genug Motive, die man verfolgen kann, sodass man, selbst wenn man es vorher gesagt kriegt, das immer noch genießen kann. Also ist ja nicht so, dass der Film in sich zusammenfällt, wenn man das Ende verrät. Es gibt keine Spoiler da. Das finde ich aber auch ganz schön. Ich habe den Film ja mittlerweile 400 Mal gesehen und ich finde ihn auch immer noch spannend. weil das Schöne ist, dass man ja wirklich eben Teil davon wird und selbst wenn man die Ahnung hat, ja dann eben Teil davon wird, wie er in sein Verderben irgendwie reinrennt. Und wenn man dann auch sozusagen beim zweiten Mal oder dritten Mal guckt, dann auch genau diesen vermeintlichen Arzt, diesen vermeintlichen Vater beobachten kann, wie er darauf reagiert, weil er reagiert die ganze Zeit wie der Vater. Er sagt auch nie, dass er der Arzt ist. Also es ist alles quasi Projektion von des jungen Jakob Adler und des Publikums. Und er hat ja auch keinen Kittel an, er hat kein Namensschild, nichts. Er widersetzt sich sämtlichen Regeln, die es da gibt. Er raucht, er macht Witze, sie verbrüdern sich. Es gibt keinen Hinweis eigentlich, dass er der Vater ist von ihm aus. Und das finde ich eigentlich ganz schön, ihn dann dabei zu beobachten, also auch den Arzt dabei zu beobachten, wie er die Situation wahrnimmt. Du hast vorhin gesagt, eure beiden Filme sind signifikant als Kurzfilme sozusagen. Dabei sind sie unterschiedlich, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Also dein Film arbeitet stark mit fragmentarischen Elementen, mit kurzen Einstellungen, mit vielen Bildern, vielen Szenen an vielen Orten. Und ich finde tatsächlich, es wäre nicht derselbe Film, wenn er 90 Minuten lang wäre. Und er hat seine Zeit ultimativ gut ausgekostet. Also es ist wirklich perfekt. Bei dir ist es genau umgekehrt. Du arbeitest auch mit langen Einstellungen, wie man eben auch in einem Spielfilm arbeiten würde. Erzählst aber eine Szene, von der wir nicht eine Sekunde mehr erfahren wollen würden, als du sie erzählst. Also die erzählte Zeit ist absolut ausreichend. Insofern beides Mal tatsächlich für das Format. Aber das Interessante ist, wenn ich das kurz ergänzen kann, wir haben die vierseitige Kurzgeschichte ja auf 22 Drehbuchseiten sozusagen hinaufgeblasen. Das heißt sozusagen, also auch wirklich ein sehr, sehr großer Anteil gebührt eben auch dem Drehbuchautor, der mit mir gemeinsam diese Adaption gemacht hat. Das heißt, wir haben schon eben enorm noch Sachen hinzugefügt, als sie eigentlich da waren, aber trotzdem natürlich immer im Geist der Geschichte zu bleiben, die dann auch abgeschlossen ist. Und wir entlassen ihn auch und sind auch einen Augenblick da, aber sozusagen, es steht uns auch gar nicht zu, mit in diesem Auto zu sein und zu gucken, wie es dann weitergeht, weil es ist einfach nicht mehr Teil der Geschichte, die da. Ja, wobei natürlich diese Schlussszene, wo er in den Regen hinausgeht, der Regen ist ja kein nicht zufällig da, sondern er ist mühsam hergestellt mit Hilfe der Feuerwehr. Ja. Nicht? Insofern, also da hat man sich, oder habt ihr euch enorme Mühe gegeben für eine Szene, die eigentlich nur ein paar Sekunden dauert. Und wenn sie nicht da wäre, wäre das ein anderer Film? Ja, also es wäre vielleicht kein anderer Film, aber es wäre ein anderes Gefühl am Ende. Wir haben es ja ausprobiert. Also es ist ja tatsächlich, den Film, so wie man ihn jetzt sieht, ist natürlich ein Montagefilm. Ja, also wann sehen wir was? Wie lange sind wir bei wem? Das ist so ein feines Balance-Spiel gewesen, was wir eben auch viele Wochen ausprobiert haben. Und dann kann man wirklich sagen, der Film dürfte wirklich keine Sekunde länger und keine kürzer sein, weil sonst würde ein anderes Gefühl entstehen. Und das ist auch ein bisschen der Luxus, den man natürlich hat, dann auch in so einer Hochschulsituation, dass man einfach rumprobieren kann und kann wirklich so fein irgendwie balancieren. Aber der Film ist ja tatsächlich auch in seinen ganzen Bildern ja so gearbeitet. Also sozusagen der gesamte Raum ist hergestellt. Es gab quasi das Einzige, was existierte, war die Außenfassade dieses Hauses in Rohbau. Das heißt, sämtliche Farben, sämtliche Farben, die Auffahrten, der Raum selber, es ist alles gebaut, weil ja auch alles bewegt werden. Weil ja eben auch alles bewegt werden sollte. Der Raum ändert sich, das Licht ändert sich, es musste alles unter Kontrolle sein. Die Fassade ist auch künstlich, diese Schlossfassade? Sozusagen der Grund dieser Fassade existiert, aber sämtliche Fenster und Farben und es ist alles von uns. Treppen, Türen, Gänge, es ist alles gebaut. Ja. Weil wir natürlich eben auch sagen wollten, wenn wir schon uns so konzentrieren auf ein Motiv, auf einen fokussierten Ort der Handlung, wollen wir natürlich den so gestalten können und so unter Kontrolle haben wollen, dass wir diesen Film so einheitlich erzählen können, wie wir das vorhaben. Ja. Habt ihr wenigstens Geld von Mercedes gekriegt? Ja. Ja? Ja, ich sag's jetzt einfach mal, ja. Ja. Es heißt ja nicht Geld, es heißt ja Produktionshilfe. Mhm.
Genau, das ist ja dann was anderes. Genau. Das, die Produktionshilfe sah dann aus in einem alten Mercedes, der euch zur Verfügung gestellt wurde. Deswegen, ich kann aber da auch jetzt das, die Lanze brechen dafür. Ja? Und zwar ist das ja so, dass unsere Filme ja chronisch unterfinanziert sind und wir natürlich grundsätzlich davon abhängig sind, dass uns ganz tolle, großzügige Sponsoren helfen. Weil sonst ist keiner unserer Filme möglich, wenn nicht Sachsponsoren da sind, Partner wie der SWR bei uns, Arte, der Bayerische Rundfunk, die dann wirklich da Geld mit reinbringen, aber auch eben Partner, die die Produktionshilfe bringen, wie dass wir es schaffen, unser Team einfach, die schon für uns umsonst arbeiten, halt zum Motiv zu bringen mit einem Auto. So. Und dann ist es gar nicht so meine Absicht zu sagen, dann platziert man ein Produkt von denen, aber es geht einfach darum, dass unsere Filme in dem Sinn überhaupt, also keiner der Filme, auch keiner meiner der Filme meiner Kollegen existieren könnte, wenn es nicht wirklich großzügige Sponsoren gäbe, die unsere Filme unterstützen. So, deswegen sind wir alle darauf angewiesen ein bisschen. Und ich habe keinen Mercedes vor der Tür stehen. Ach, wie schade. Nico Hoffmann steht im Abspann. Was hat er dazu beigetragen? Nico Hoffmann, Lutz Kodermann und Thorsten C. Fischer sind die drei Abteilungsleiter der Abteilung Regie Szenischer Film in Ludwigsburg. Und Nico Hoffmann war in dem Fall mein betreuender Dozent bei dem Projekt. Wobei wir in Saarbrücken erfahren konnten, dass er nur 3 Wochen im Jahr da ist. Naja, ja, aber sozusagen, das ist dann sehr intensiv. Und ich kann wirklich sagen, ja, er ist ein wirklich sehr interessanter Mann. Und er schafft es ja, und das fand ich wirklich sehr beeindruckend, von meinen Stoffen und auch von den Stoffen jeder meiner Kollegen weiß er Bescheid. Und er weiß auch wirklich, was war in der Fassung davor, was soll jetzt noch kommen, wo kann es hingehen. Und das finde ich sehr beeindruckend, weil er ja auch ein enorm guter Networker ist und kann wirklich schnell Verbindungen herstellen. Und selbst wenn er jetzt nicht so greifbar ist wie vielleicht andere Dozenten, ist er trotzdem jemand, der so drüber guckt und den ganzen Laden so ein bisschen zusammenhält. Ist ja auch mit den Produkten, die er rausbringt, streitbar. Ja, trotzdem ja mit einer der wichtigsten Filmhersteller, sage ich mal, in Deutschland. Und es war interessant, auch seine Standpunkte zu hören, auch um sich an ihn abzuarbeiten eventuell. Auch an dich jetzt noch zum Abschluss, dann kommen Sie dran. Die Frage, wie geht's weiter? Was hast du vor? Wie nutzt du den Ruhm des Oscars und das enorme Preisgeld? Das enorme Preisgeld haben wir schon auf den Kopf gehauen in Las Vegas, glaube ich. Was ist denn das? Enorm. 5.000 Euro, oder? Ich hab, nein, 5.000 Dollar. Dollar. Waren es bei uns? Bei euch? 3. Ja. Ja. Aber man kriegt, das war ironisch mit dem Enorm. Man kriegt tatsächlich sofort nach der Verleihung diesen Scheck in die Hand gerückt. Das fand ich mit einem Oscar-Logo drauf. Ja, den kann man dann bei einem Schnapsladen oder sowas einlösen. Das da hat man ihn aber nicht mehr. Da kann man sich nicht mehr an die Wand hängen. Ja, das ist dann das Problem, ist dann der große, ja. Genau. Ich habe tatsächlich auch das Glück, dass diese Auszeichnung ein bisschen beflügelt hat, dass man seinen nächsten Film machen kann. Und ich habe jetzt auch eben meinen Debütfilm in der Planung und es sieht jetzt alles gerade auch so gut aus, dass ich sagen kann, dass wir in etwa einem knappen Jahr drehen wollen, können, sollten. Genau. Aber bis dahin lebst du von Hartz IV, oder? Nee, also ich hatte glücklicherweise nicht mehr, aber ich hatte das Glück, dass ich ein bisschen Werbung drehen darf und dass jetzt auch die Vorbereitung für diesen Debütfilm auch schon vergütet ist. So. Das ist vielleicht dann auch der Vorteil so einer Auszeichnung, dass man jetzt eben das Drehbuch dafür schreiben darf, was dann schon vergütet wird zu einem gewissen Teil. Und ich hatte in meinem konkreten Fall das Glück, dass der Filmfernsehen von Bayern, also die Bayerische Filmförderung, mir die Drehbuchentwicklung auch mit sponsert. Was ich sehr schön finde, weil ich weder bin ich Bayer, noch lebe ich dort, aber der Stoff hat einen leichten Bezug und dann haben sie das sich nicht nehmen lassen. Was ich sehr begrüße, ich finde das ganz toll. Nochmal an euch beide jetzt die Schlussfrage für mich. Gute Situation in Deutschland Filme zu machen oder eher schwierig? Gut. Ich glaube grundsätzlich sehr, sehr gut. Schwierig wird es ja immer dann, wenn viele Leute auf wenig Töpfe sich bewerben, die aber trotzdem im internationalen Vergleich immer noch sehr, sehr viele Töpfe sind. Und wir haben, glaube ich, den Luxus, dass wir eine sehr, sehr gute Film- und Förderstruktur, Film-Fernseh-Förderstruktur haben, aber natürlich auch dementsprechend viele Leute, die was machen wollen. Allein die staatlichen Filmhochschulen werfen ja jedes Jahr eine enorme Anzahl, also ich glaube 30, 40 Regisseure, Spielfilmregisseure auf den Markt und so viele Sendeplätze neue gibt es ja jedes Jahr gar nicht, dass die alle versorgt werden können. Das heißt sozusagen, das Rennen ist groß, aber trotzdem ist diese Struktur eigentlich so breit, dass wir uns eigentlich sehr glücklich schätzen können, das hier machen zu können. Jetzt geht es aber am Ende natürlich auch darum, und das finde ich ja so ein bisschen auch die interessante Frage dabei, weil wir waren beide mit unseren Filmen ja und den Filmen, die wir davor gemacht haben, auch schon immer gut unterwegs, Max Ophüls und Hof und so weiter und so fort. Und trotzdem ist es wahnsinnig schwierig,
wo reinzukommen. Und es geht ja auch immer darum, es gibt Nachwuchsfestivals und Preise und so weiter und so fort, aber wo ist dann die Verantwortung der Entscheider, also aus dem Fernsehbereich oder aus dem Filmbereich zu sagen, wir nehmen unsere Verantwortung wahr und haben da diese Nachwuchstalente, die national und international prämiert sind und jetzt sagen, wir wollen aber auch mit denen weitermachen und wir wollen unserem Nachwuchs, den wir in einem enormen Geld heranziehen an den Filmhochschulen, eben auch die Chance geben, unser Fernsehprogramm und unser Kinoprogramm der nächsten 10, 20 Jahre zu gestalten. Und das ist eine Frage, die ist immer noch im Raum, finde ich. So, und wir haben jetzt gerade das Privileg, dass wir mit der Auszeichnung ein Sprachrohr haben und ein bisschen eine Lobby haben und so weiter. Trotzdem gebe ich zu bedenken, dass allein in meinem Jahrgang in Ludwigsburg noch 6 andere sehr, sehr qualifizierte Regisseure sitzen und die jetzt auch versuchen müssen, ihre Debütfilme unterzukriegen und dass es selbst für uns noch sehr anstrengend ist, teilweise, um Gehör zu finden und unsere Projekte durchzukriegen. Und ich glaube, dass da noch ein bisschen was passieren muss. Aber trotzdem, grundsätzlich ist natürlich das System schon funktionsfähig und da, aber es geht immer noch darum, wie geht man eben auch mit seinem Nachwuchs um, den man hat. Ich kann dazu nur sagen, ja, also ich schließe mich dem an und ich glaube, man muss auch nochmal unterscheiden zwischen Filmhochschul-Filmemachern und denjenigen, die es auf keine Filmhochschule schaffen, was ja nichts bedeutet. Die sind ja, es gibt, also Fassbinder wurde ja auch an allen Filmhochschulen abgelehnt. Aber es ist heutzutage wirklich viel, viel schwerer nochmal für Leute, die auf keiner Filmhochschule sind und Filme machen wollen, finanzierte Filme zu drehen. Das ist, also ich habe da viele Freunde, die wirklich seit Jahren rumkrebsen und das Netzwerk einer Filmhochschule ist schon sehr, sehr wertvoll. Sie kostet aber auch Zeit, ja. Bis man ein Studium an der Filmhochschule abgeschlossen hat, gehen auch 4, 5 Jahre ins Land. Die kann man fürs Netzwerken nutzen. Wenn man aber ich finde, genau das ist das Interessante und ich glaube, genau das ist der Sinn der Filmhochschule. Der Sinn der Filmhochschule ist nicht irgendwie Leuten beizubringen, wie man Filme macht, sondern der Sinn einer Filmhochschule ist, Netzwerke aufzubauen. Und ob das nun in München ist oder in Berlin oder in Hamburg, ich glaube, das ist tatsächlich das, was am Ende bleibt und was das Wichtigste ist, dass man mit Kollegen rausgeht und mit Mitstreitern und mit Leuten, mit denen man seine Filme machen kann und eventuell auch ein bisschen die Limits pushen, so, dass man nicht ganz alleine auf weiter Flur steht, weil niemand von uns kann alleine einen Film machen. Ilkas Film ist nicht alleine zu machen, mein Film ist nicht alleine zu machen und alleine die beiden Abspende zeigen ja schon, dass es enorm viele Leute braucht und genau das ist der Sinn einer Filmhochschule und deswegen sind wir sehr privilegiert, dass wir dort sein durften und ich gebe Ilka recht, es ist wahnsinnig schwierig für Leute, die diese Struktur nicht nutzen können. Es geht trotzdem, jeder kann Filme machen, der Filme machen will, aber am Ende geht es genau darum, Mitstreiter zu finden und ich glaube, wir beide sind sehr glücklich, dass wir die gefunden haben. Das sind lose Erledigung einer Sache. Bis hierhin vielen Dank und jetzt kommen Sie. Ich würde vielleicht, werden Sie sich Gedanken machen, eine Frage an einen dieser Mitschreiter stellen, denn wir haben hier den Redakteur, der Ilkas nächsten Film mitrealisiert. Würdest du sagen, Jörg, ist das jetzt hilfreich, den Studenten-Oscar da so hinten dran zu haben oder spielt das gar nicht so eine Rolle jetzt für die kommenden Projekte? Nee, das spielt nicht, also für mich jetzt spielt das nicht unbedingt eine Rolle. Also in dem speziellen Fall ist es so, dass es den Stoff tatsächlich sogar schon vor Ilka gab und dann Ilka dazu kam und das passt natürlich alles wunderbar und es ist, ich glaube eher, dass es in Richtung Förderung irgendwie uns Türen aufmacht. Was mich jetzt betrifft, war ich auch schon vor dem Oscar dabei. So, insofern weiß ich nicht. Ja, aber jetzt, wenn Sie Fragen haben, geben Sie mir ein Zeichen, dann komme ich mit dem Mikro zu Ihnen. Ja, jetzt natürlich genau auf der anderen Seite, aber geben Sie einmal durch. Ich wollte mal nach der Beteiligung von Cape Light fragen. Gibt es den Film schon auf DVD? Wie kam das so zur Zusammenarbeit mit dem Verleih? Ja, die Zusammenarbeit mit Cape Light kam daher, dass Cape Light zu dem Zeitpunkt eine Sammlung von Hawker-Nessa-Filmen geplant hat. Und da haben wir dann, oder die Produktion dann angefragt und gesagt, wir hätten da einen Kurzfilm, den man noch da nett zupacken könnte. Und dann meinten die, ja, das ist wunderbar. Und dann haben sie unsere Produktion eben auch mit so einem Vorabverkauf einer DVD-Lizenz unterstützt. Und der Film, also unser Film ist auf der DVD enthalten, Mann ohne Hund. Genau. Ah ja, genau. Und am 1. April auf Arte zu sehen. Ja.
die Filme liefen dann alle recht schnell im Fernsehen, habe ich gesehen. Also nachdem die Studenten-Oscars dann da waren, ja, das ging dann recht fix. Wie kam es dazu? Das wurde so programmiert. Also ich glaube, unser Film lief am Tag der Menschenrechte. Und der Sender fand das passend. Ja. Also immer so ein bisschen so eine Jonglage, die gemacht werden muss, damit natürlich die Filme auch noch ein bisschen Zeit haben, auf die Festivals zu kommen, weil Festivals, gerade bedeutendere Festivals, natürlich keine Lust haben, im Free-TV ausgestrahlte Filme nochmal zu zeigen. Deswegen ist das so ein bisschen immer ein Spiel, wie lange kann man das hinauszögern, dass das Ding gesendet wird. Aber ich glaube, unsere beiden Filme hatten genug Zeit, rumzukommen. Das ist natürlich auch den Redakteuren zu verdanken. Klar. Ja. Ich habe eine Frage zu dem Film Sadakat. Mich interessiert es sehr, wie da die Recherche gelaufen ist. Also hast du da Leute gefunden, die da reale Erlebnisse erzählt haben, die sie selbst erlebt haben? Oder wie hat das ausgesehen? Ja, also wir waren in Istanbul, meine Producerin, Kameramann und ich, und haben einfach uns mit allen Leuten hingesetzt und geredet. Und ob es dann im Taxi war oder im Café oder alte Freunde von mir oder Verwandte oder, ja. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass das in Istanbul, es ist wirklich so, es ist total angespannt. Niemand hat mehr den Luxus, apolitisch zu sein, ja. Und alle haben eine Meinung und alle haben irgendwie eine ganz klare Meinung. Und das war schon sehr... Also das war auch sehr einfach, mit Menschen in Kontakt zu treten und über diese Dinge zu sprechen, weil sie haben alle ein großes Mitteilungsbedürfnis. Ob die jetzt etwas erzählt haben, was sie von jemand gehört haben, oder also ich wollte einfach wissen, wie viel Realität steckt da tatsächlich dahinter, oder ist es auch so ein bisschen... Naja, es gab Menschen, die in den Demos waren, die den Taxiplatz besetzt haben, die sich ins Kreuzfeuer gestellt haben. Wir haben mit Polizisten gesprochen, wir haben mit Aktivisten gesprochen, und die haben alle irgendwie ihre eigene Erfahrung. Es gibt natürlich auch diejenigen, die mittlerweile Zyniker sind und sagen, ach, uns ist das alles scheißegal, am Ende kommt eh das Erdbeben. Das gibt es wirklich, das ist auch so ein Frust. Mhm. Und das ist schon, das berührt die Leute schon. Also das ist nicht hanebüchen. Klar, wenn man dann mit dem Taxifahrer spricht, der erzählt dir dann auch das, was er gerade in der Zeitung gelesen hat, die ja nicht objektiv ist. Aber ja, also es ist schon... Also da sind wirklich so Sachen passiert, dass dann Krankenhaus gestürmt worden ist und dass im Krankenhaus verprügelt worden sind und geknüppelt. Ja. Also ich bin so ein bisschen sogar noch unzufrieden, dass ich dem Ganzen nicht so recht richtig gerecht werde, weil was da abgelaufen ist, das war noch viel, viel härter. Also es gibt Videos von Polizeigewalt, da denkt man sich, wow, wie kann das passieren, wie kann das sein? Also da sind teilweise auch Polizisten in Wohnungen von Leuten gestürmt, die auf Twitter irgendwas gepostet haben oder zu irgendeiner Demo aufgerufen haben. Das ging da einfach, irgendwann war das wirklich einfach nur noch brachial. Und also das, was wirklich passiert ist, zeigt der Film eigentlich gar nicht. Ja, Gott sei Dank. Ja, und ja, genau. Ja, da. Zur Erledigung einer Sache. Ihr habt ja diese sich kontinuierlich verändernde Lichtstimmung bei dem Dialog zwischen den beiden Charakteren. Wie habt ihr die gemacht? Also inwiefern habt ihr das in Blöcke aufteilen müssen? Inwiefern konnten die Schauspieler die Szene am Stück irgendwie spielen? So? Der Film hatte 6 Drehtage insgesamt und davon sind 5 alleine auf diese Gesprächsszene gefallen. Das heißt, wir, die Schauspieler und ich, hatten die Chance und die Gelegenheit, natürlich sehr, sehr fein daran zu arbeiten. Gleichzeitig ist es natürlich eine große Herausforderung von allen Seiten, die Spannung so zu halten, dass man diese Szene über 5 Tage drehen kann, ohne dass man merkt, dass
es 5 Tage sind. So, und das ist natürlich vor allem die Leistung dieser beiden wunderbaren Schauspieler, die ich für den Film gewinnen konnte. Das heißt, wir hatten tatsächlich die Lichtelemente in diese 5 Tage eingeteilt, die wurden aber tatsächlich per Hand gefahren. Also es standen wirklich draußen, ich glaube, 6 Beleuchter, die wirklich alle 30 Sekunden dieses Licht kontinuierlich weiter bewegt haben. Das, was ich eben meinte, dass quasi auch der Raum komplett unter Kontrolle war. Das heißt, auch die Möbel ändern sich, die Bilder ändern sich, die in dem Raum sind, dass wir wirklich auf der zweiten Seeebene dann doch sehr, sehr viel passieren lassen, obwohl ja eigentlich offensichtlich nicht viel passiert. So. Was heißt, die Möbel ändern sich? Die Möbel rücken näher und werden größer. Das Bücherregal verändert sich und die Bilder hinter ihm ändern sich auch im Verlauf des Films. Aber da muss man ihn wahrscheinlich dann irgendwie noch ein paar Mal für gucken. Ich sehe das mittlerweile. Ja. Und so, die Lichtveränderungen wurden tatsächlich in 5 Blöcken gemacht, aber händisch gefahren und danach in der Postproduktion so überblendet, dass man diese kurzen Übergänge nicht sieht. Genau. Aber es war uns eben auch total wichtig und es war eine wirklich ziemlich schöne Idee meines Kameramanns, der einfach gesagt hat, wir müssen es schaffen, zu sagen, uns zu entscheiden, dafür den Film sehr klassisch anmutend zu erzählen. Eben, man hätte ja auch in diesem Raum alle möglichen Kameratricks abfeuern können mit Kreisfahrten und was weiß ich, an irgendwelchen Drähten irgendwas Verrücktes nah ans Auge dran, was uns auch von einigen Leuten geraten wurde, wo ich dachte, das ist einfach völliger Quatsch, sondern wir müssen es schaffen, tatsächlich den Film so fokussiert und so klar zu erzählen und trotzdem noch eine Erzählebene darunter zu finden, wo wir eben auch zeigen können, dass wir gut arbeiten können und dass wir oder versuchen, versierte Filmemacher zu sein und Bögen zu finden, wo wir es schaffen, was zu erzählen. Eben auch das Wetter ändert sich ja auch, man geht in die Dunkelheit, man geht ins Gewitter, viele Sachen drehen sich, dass wir es schaffen, Bögen zu bauen, die aber erstmal nicht so offensichtlich sind, die einen trotzdem mitnehmen und die einen am Ende dann sagen, ah, okay, wo ist das Licht hin, so, aber trotzdem passiert es die ganze Zeit. Das war uns eigentlich wichtig, so als Gegengewicht zu dem sehr klassischen Raum. Schuss gegen Schuss. Wie kam Nina Petri dazu eigentlich? Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Rolle, die man besetzen kann, weil natürlich alle Schauspielerinnen, die man anfragen, sofort sagen, ja, aber es ist ja nur so eine Geberrolle. Ja? Und da muss man dann sehr, so eine Stichwortrolle, und da muss man dann sehr schnell gegenarbeiten und sagen, es gibt keine kleinen Rollen, es gibt nur kleine Schauspieler. Und jede Rolle kann man ausfüllen, jede Rolle ist eine Bühne. So, und man kann was draus machen oder eben nicht. Und in dem Fall war es so, dass auch Nina Petri angefragt wurde aus einem bestimmten Grund, den erkläre ich gleich. Und sie hat sofort abgesagt und gesagt, nee, ist mir zu klein, mache ich nicht ohne Geld, Studentenfilm, nee. Und dann habe ich wirklich so insistiert, dass ich wenigstens ein Telefonat mit ihr bekomme. 5 Minuten, und wenn sie dann sagt nein, dann akzeptiere ich das und mache kein Theater. Und dann hat sie mich dann wirklich angerufen und war so, ja, was soll denn das jetzt? Und da habe ich eben genau das gesagt, es gibt keine kleinen Rollen, ja, sondern es ist eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil mit ihr beginnt und endet ja eigentlich die Geschichte. Ja. Sie löst es auf und ist natürlich das tragende Gewicht dieses ganzen Films. So, und das fand sie schon mal ganz okay. Dann habe ich ihr aber noch eine Geschichte erzählt und gesagt, es gibt einen Grund, warum ich genau sie angefragt habe. Und der liegt darin, als ich 16 war, habe ich am Theater angefangen als Schauspieler und hatte meine allererste Theaterprobenwoche und wusste in dieser Woche, das ist das, was ich machen will. Also Theater, Film war da noch nicht so ganz nah, aber ich wusste, das ist das, wo ich mich zu Hause fühle. Und ich komme nach Hause und mache den Fernseher an und sehe einen Fernsehfilm, mit dem spielt sie, die alkoholkranke Mutter von Tom Schilling, in einem Film von Miguel Alexandre. Und ich wusste, ich möchte irgendwann mal mit dieser Frau gemeinsam auf der Bühne stehen. Und dann habe ich ihr gesagt, ich habe zwar jetzt keine Bühne, auf der wir gemeinsam stehen, aber ich habe ein Filmset und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn sie einen Tag bei mir gastieren würden. Und dann kam sofort die Zusage. Und hat sie das gemacht. Und es war eine ganz schöne Erfahrung, weil natürlich die Anfangsszene, die man mit ihr sieht, ist ja so eine Plansequenz, die in einem Take durchgedreht wurde, die wir 2 Tage geprobt haben und so weiter und so fort. Und dann braucht man natürlich einfach auch Leute, die das Ganze ein bisschen auf ihren Schultern tragen können. So, und da war es mir wichtig, eben so jemand zu haben. Übrigens, eine ähnliche Geschichte gab es auch bei unserem Film, nämlich der Polizist, der das Ganze dann, das ist ein großer Schauspieler in der Türkei, und mir wurde auch gesagt, den kriegst du nicht. Und ich hatte den auch als Jugendlicher in einem Film gesehen, wo er einen Mafiosi spielt, aber ich habe in meinem Leben noch nicht so einen beeindruckenden Mafiosi gesehen. Der wird etabliert so mit einem Unterhemd und Spiegelei essend, total hagerer Typ, wo du denkst, was ist das jetzt? Aber der hat das irgendwie so grandios gemacht. Und dann haben sie mir auch gesagt, den kriegst du nicht. Und ich habe gesagt,
ein Kaffee. Und dann habe ich ihn echt angeflohen. Und manchmal muss man einfach hartnäckig sein, um solche Leute zu kriegen. Und es war dann auch toll. Es war für ihn ein großes Ding, dann mit dabei zu sein. Und so. Aber das geht tatsächlich. Also auch was die anderen Schauspieler angeht, gerade Schauspieler, die eben, wo man denkt, die haben sehr viel zu tun, haben sie auch. Aber gerade die freuen sich eben, bei Filmen angefragt zu werden, wo sie sich auch so ein bisschen freispielen können, wo sie sich auch ein bisschen abseits ihrer normalen Rollenprofile, sage ich mal, bewegen können und ein bisschen so den Kontakt zum Nachwuchs suchen. Und die können es sich natürlich auch leisten, ne? Weil die anderen Projekte, die sie drehen, zahlen denen die Miete und zahlen denen das Leben. Und dann können die sagen, da komme ich mal 6 Tage und drehe das mal, und weil es mir einfach Spaß macht und weil ich vom Buch überzeugt bin und von den Leuten, die dahinter stehen. Deswegen ist es gar nicht so selten, dass man in Anführungsstrichen bekannte Leute auch in Kurzfilmen auftreten sieht. So. Man muss halt nur irgendwie an die rankommen, das ist halt schwierig. Aber die Schutzwelle sind oft hoch. Ja, ja, klar, weil natürlich, man ist nicht der Einzige, der versucht, die Schauspieler zu kriegen, aber so Schutzwelle haben immer Löcher. Und man muss halt nur lang genug klopfen und irgendwann fällt mal ein Stein ab und dann kann man weiter bohren. Aber eben, das kann man nicht machen, wenn man nicht an die Sache glaubt und wenn man nicht selber davon vereinnahmt ist. Aber ich glaube, bei uns ist das der Fall. Und dann kriegt man das auch irgendwie hin. Es geht immer irgendwas. Ja, Ein bisschen was gedehmer. Ich habe auch noch eine Frage. Das, was ihr gerade beschreibt, das klingt nach enormer Freiheit. Allein, dass ihr selber entscheiden könnt, ich rufe den an und ich will den unbedingt. Und das ist was, glaube ich, je größer das Budget und je länger der Film wird, desto schwieriger wird es, weil immer mehr Leute mitreden. Und ich habe eben die These auch am Anfang geäußert, dass für mich der mittellange Film sowas wie der neue Autorenfilm in Deutschland ist. Eben weil da viel, viel mehr von euch Regisseuren kommt, weil ihr oft eben auch die Geschichte selber schreibt, weiter daran arbeitet und so viel an den einzelnen Facetten auch selber lenken könnt. Würdet ihr diese These unterschreiben und bedeutet das im Endeffekt, wir brauchen eigentlich mehr mittellange Filme, oder ist das eigentlich nur eine Ausbeutung, weil eigentlich hättet ihr am liebsten daraus direkt einen langen Film gemacht? Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, ja, wir brauchen definitiv mehr mittellange Filme, wir brauchen definitiv mehr Filme, generell. Ja. Ja. Also ich weiß nicht, es gibt dieses tolle Zitat von Niklas Winton-Refn, der sagt, künstlerische Freiheit wird dir niemand schenken, du musst sie dir nehmen. Und auch an der Filmhochschule und besonders an der Media School war, also ist das so, wenn du sie dir nicht nimmst, dann wird sie dir auch keiner geben. Und ich glaube, und später ist es auch so, entschuldige Jörg, wenn ich jetzt sowas sage. Und da spielt es dann eigentlich auch keine Rolle, ob es mittellang oder lang ist. Man darf sich dann auch wirklich nicht dahinter verstecken und sagen, mir wurde so viel reingeredet. Ja, dann hättest du dir nicht reinreden lassen dürfen. Ja, am Ende ist es immer derjenige, der den Film macht und verantwortet. Und wenn man ihn nicht so machen kann, wie man ihn machen will, dann kann man ihn halt nicht so machen. Aber am Ende stehen natürlich unsere Namen drunter und wir müssen verantworten, was da steht. Ja. Aber nochmal zu dem Ding, ich glaube, mittellang ist tatsächlich so, unterschätzt werden ist immer eine gute Sache. Und ich glaube, unterschätzt werden die mittellangen Filme. Und deswegen glaube ich, dass ich da mittlerweile so ein bisschen eben eine Gruppe oder eine Enklave mittellanger Filme bilden konnte, die einfach freier arbeiten können. Und trotzdem muss man halt einfach sagen, niemand kann davon auch nur annähernd leben. Und das ist alles sozusagen für die Kunst und für den Film. Und das, wonach alle ja greifen, ist dann tatsächlich immer noch der Langfilm. Und dass man es da schafft, zumindest ein bisschen was von dem Spirit mitzunehmen, wäre natürlich toll. Und es gibt ja Partner, die das auch gutheißen und ermöglichen. Da geht es dann nur darum, die zu finden. Ja. Und ich meine auch wenn es dann später, wenn die Projekte größer werden und mehr Leute dabei sind und mehr Leute mitmischen, dann kann ich auch immer nur auf Terry Gilliam verweisen, der sagt, ich verweise heute viel, nein, der sagt halt, ein Regisseur funktioniert eigentlich wie ein Filter. Du kannst dir die Sachen anhören und es gibt Dinge, die du durchlässt und es gibt Dinge, die du nicht durchlässt. Und so ist es wirklich. Also man hört sich, wenn man gut ist, dann hört man sich die Sachen an und die man verwenden kann, nimmt man mit. Und ich weiß nicht, also dieses der Autorenfilm, ja, das hat ja auch. Ich weiß nicht, ich finde es toll, wenn Leute ihre eigenen Stoffe schreiben und inszenieren. Aber ich finde es auch toll, wenn Menschen sagen können, ja, es gibt einfach Schreiber, die sind besser als ich. Ja? Es gibt Menschen, die können besser schreiben. Und das muss man dann auch, das ist dann auch eine Stärke zu sagen, ja, das ist so. Und das zuzugeben.
Aber vielleicht muss man genau diesen Begriff Autorenfilm auch ein bisschen differenzieren, dass es dann eben nicht nur darum geht, dass es jetzt, selbst Fassbinder hat mit Drehbuchautoren gearbeitet, und da geht es halt, glaube ich, darum, dass das mit Autor, glaube ich, dann mehr gemeint ist, sozusagen, dass eine Handschrift sich merkbar sozusagen durchsetzt und alles das vereinen, ob das nur noch von einem Autoren oder von tausend anderen Leuten kommt, aber dass man ein bisschen seiner Linie, seiner Handschrift und seiner Haltung irgendwie treu bleiben kann. Und klar, ich glaube, das ist total wichtig und das soll uns im besten Fall auch zukünftig unterscheiden von anderen Leuten, und deswegen ist es ja auch unsere Aufgabe in den nächsten 10, 20 Jahren sozusagen Film und Fernsehen ein bisschen mitzugestalten und zu versuchen, unsere Haltungen, so unterschiedlich sie sind, das ist ja auch gut so, dass die einfach spürbar werden. Das ist das perfekte Schlusswort. War ja. Ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Abend euch. Dustin Lohse, Ilka Çatak und natürlich auch Ole Sonnenschein. Danke. Ja, Applaus. Ja, und bevor Sie gehen, möchte ich Sie gerne natürlich noch darauf hinweisen, wie es weitergeht in dieser Reihe, nämlich, also beziehungsweise am Sonntag die Oscar-Nacht bei uns, davon haben Sie sicher gehört, und wir zeigen jetzt am Wochenende die besten, für den besten Film Nominierten, auch das lohnt sich, und dann am 3.3. Doris Dörrie in der Preview ihres neuen Films Grüße aus Fukushima, der gerade auf der Berlinale auch mit einem Preis ausgezeichnet wurde, mag ich Ihnen sehr ans Herz legen, es gibt noch ein paar wenige Karten, lohnt sich sehr zu kommen. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und hoffentlich bis bald im Filmmuseum. Tschüss.